Tag Leute, da sind wir wieder. Fröhliche Nachweihnachten und so weiter. Von dem hier, und zwar dem... Jungfloh-F. Dem Jungfloh? Dem Jungfloh. Genau. Und mir, dem alten Floh. Hier, ich muss betritt das Portal, genau. So, und das war ja hier unser letztes Ding. Ich speichere lieber nochmal. Genau, ich bin nämlich gerade ausgestiegen. Speichert hatte ich ja. Dadurch würde ich sagen, betreten wir mal das Portal und lassen uns überraschen, was da passiert, ne? Also, upa, das stoppert gerade ein bisschen, ab geht's. 3, 2, 1! Okay, Portal, wie man es kennt. Kann erstmal Ruhe und Tee umrühren hier. Und irgendwie sehe ich gerade, ich sitze in der falschen Richtung. Ja. Lebenserhaltungssystem, Energie niedrig. Du bist im Weltall. Ja? Du nicht? Nee, ich bin immer noch im Portal. Und jetzt bin ich auf einem anderen Planeten. Jetzt bin ich hier wieder in so einem komischen Ding drin, Atlas-Protokoll. Aber ich will mich erstmal ganz kurz korrekt hinstellen. Alter, was passiert hier? Weiß ich noch nicht. Okay, jetzt mein Screen weiß geworden. Ja, ah, und dann bist du. Ja. Ja. Oh, moin. Kann man hier wieder Sprache lernen? Oh. Hier diese. Echt überall wieder, diese Murmeln. Okay, der hat jetzt nicht irgendwie. Nö. Doch. Hä? Aber wie viel Schwefel? Aber ich bekomme. Nee, ich muss bloß hingehen und dann lerne ich das automatisch, ohne E drücken. Nee, ich muss auch nicht E drücken, ich muss einfach nur drüber gehen. Ja. Ja, okay. Aber ich habe hier noch eine Murmel. Hier zu dieser. Oh ne, hier kann man Sachen lösen. Eine Warpzelle. Noch eine. Da sind auch Warpzellen übrig. Nee, das kann nicht. Aber ich kann dir einen geben. Oh Alter, okay, echt, du hast alles leer geräumt, ey. Das waren nur zwei Teile. Also Nexus, ihr Weg. Hallo, Eckel. Welt. Okay, ich kann nicht, weil du den gerade benutzt. Eine Audienz. Dann mach schnell hier. Hey, du kannst doch. Nee, ich kann nicht. Du benutzt den gerade. Okay, dann mach ich. Persönlichkeitsschnittstellen initiieren. Ich fühle Traurigkeit. Hat dir meine Welt gefallen? Ja. Glaubst du, dass du real bist? Ja. Ich werde dich sofort sterben lassen, wenn du das willst. Willst du das? Nein.
gratis? Weiß ich nicht. Sonst immer richtig. Alarm, Alarm, Alarm 16, Mi 16. Was bin, nee, was ich bin, was sehe ich, 16. Oh, was? Nicht gut. Nee, nee, ich habe aus Versehen was übersprungen. Er, was ist das für ein Ort? Ist er real? Ich, 16. Er stirbt, der Atlas stirbt, er ruft nach mir voller Angst. Den Atlas trösten, vor allem schnell den Atlas trösten. Komm schon, wie lange dauert es noch? Ey. Ich weiß nicht, ob. Fertig! Ah! Mein Bildschirm wird weiß. Also, dann machen wir jetzt auch noch fix hier. Hallo Welt! Es ist das gleiche Terminal, ja genau. Um eine Audienz bitten. Echo gesamte Schnittstelle hinweg zu hören, alles klar. Das heißt, du hast ein abweichendes Verhalten an den Tag gelegt. Echt jetzt? Dinge in Frage gestellt, den Zweck und den Glauben angezweifelt, geäußert, dass du einen, dass du deinen Schöpfer treffen möchtest. Naja. Also hier bin ich. Aha, frag, was du möchtest. Oh, nee. Na komm, machen wir hier. Initiieren. Alles andere auch. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas ist anders. Ach, wer jubel mal. Jubi! Zeigt mir die Gag, Korvax, Vakin. Er zeigt mir jemals Lebten. Er zeigt mir das Muster, den Entwurf. Das ist eine Formel für eine Seele. Mhm. Wenn ich sie hinstecken würde, würde es zum Leben erwachen. Ich sehe Textfelder, die den unteren Teil des schon ausfüllen. Ich sehe den gesamten Universum eine grafische Schnittstelle reproduzieren. Ja, dann jubeln wir nochmal. Jubi! Der Atlas ist die Existenz. Er verlangt, dass ich eingestehe, was ich bereits weiß. Okay. Und egal wie das versuche, Wahrheit meines eigenen Daseins zu verstecken, es gibt einfach keine Alternative. Gottchen, sind wir hier in der Matrix? Das Universum ist eine Simulation. Nichts ist real. Oder das Universum ist eine Simulation. Nichts ist real. Hä? Nichts ist real. Ich fühle Zorn, Traurigkeit, Trotz. Ich habe Traurigkeit gefühlt. Aber das ist schon traurig, wa? Ja. Ich habe aber nichts davon ist real. Keiner meiner Freunde war jemals real. Meine Reise war eine Lüge. Korvax Gedanken, mir Gag manipuliert und dazu zwang, Gutes zu tun. Ich denke an Nadas Maschinen. Und dass die Simulation und was die Simulation in mir auslöst, ich fühle und so weiter. Schließlich spricht er doch. Eisen der. Toll. Ach ja, ja, coole Welten. Was ich bin? Ich bin ein Reisender. Ich bin ein Entdecker, okay. Ich? Klar, na klar bin ich real hier. Ich trete gleich in den Arsch, da siehst du, wie real ich bin. Verrotzte Metallansammlung. Hier ist ein verrottetes Metall. Ja, dann nimm's mit. Ja, nee, es ist recht weit weg. Wasserstoff.
Dieser Artemis-Gerät, also mal so. Schätzt das Wissen. Du hast geglaubt, wo du nicht hättest glauben sollen. Deinetwegen lebt einer, während der andere tot ist. Okay. Mhm. 16. Hat auch keine Antwort drauf. Katastrophales System. Versagen. Super. Haben wir das System zum Absturz gebracht? Nein, nein, nein. ...16 Minuten Betriebszeit verbleiben. Hä? Ja, ja. Oh, hast du da alles reingemacht? Einfach nur das Instant-Zeugs. Okay. War gerade irgendwie etwas komisch, aber ist lecker. Mhm. Oh. Also Atlas trösten. Ich sehe ihn. Ich sehe den Atlas in all seiner Pracht. Seine letzte Schnittstelle. Er befindet sich im Herzen der Galaxie. Schreit und versucht, seine Fehler zu befreien. Er will nicht sterben, aber er hat zu wenige Werkzeuge und kann Ursache seine Schmerzen nicht erreichen. Okay. So, wie repariere ich meinen? Okay, das geht einfach. Toben. Raumschiff repariert. Okay, jetzt wird es wieder weiß. Und ich fluppe zurück. Was muss ich jetzt wieder? Ich lande wieder irgendwo und muss mein Raumschiff reparieren oder was? Ja, ja, aber bei mir war es wieder nur die Stadt. Okay. Brauchst du nur irgendwie magnetisches Ferrit und Wasserstoff gehen. Magnetisches Ferrit? Echt jetzt? Nee, nee, nee. Noch irgendwo. Oh, hier ist auch dein. Ha, hier ist dein Raumschiff. Okay, das heißt, ich muss auch da hinkommen. Ist es bei dir auch so, dass gerade beim Laufen war es doch immer so, dass du, dass da ein Pfeil bei dem Lebensdings war, ne? Ja, kann sein. Und jetzt beim normalen Laufen 2 Pfeile und beim Sprinten 3. Da muss ich gucken, was du meinst. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade dabei, Sachen zu scannen. Oh, die Schwerkraft ist ja auch ein bisschen geil. Sehr schön, das mag ich. Dann lass mal kurz. Okay, eventuell habe ich jetzt alles hier. Lebenserhaltung offline, scheiße. Glaub's ja. Okay. Das hier. Leuchten ist etwas. Okay, mein Schiff ist da hinten. Außerdem höre ich mal so ein dünn und irgend so eine Mucke. Geht mir auf den Sack, ehrlich gesagt. Was für eine Mucke? Eine Mucke. Ja, was für eine Mucke? Ah! Was? Moment. Audio.
Also Musik ist aus. Ich weiß nicht, was jetzt hier... Das ist immer noch... Als ob ich immer noch in diesem komischen Ding bin. Ja, in dem Dings da eben. Es hört bald auf. Lokalisiere ja mein Raumschiff. Schwerkraft ist nicht so krass hier, ne? Kann das sein? Ja, die ist richtig geil. Übergeben? Du musst dich übergeben. Nee, ich würde stehen. Die hast schon alt aufgemacht, wa? Oder ist ein Notrufsignal? Außer die beschädigte Maschine. Die habe ich irgendwie auch aufgemacht. Sie fragen, was du jetzt tun sollst. Fragen, ob sie irgendwelche Witze kennen. Ja, das tut sie nicht. Der Exo-Anzug antwortet natürlich. Der hüllt sich in Schweigen. So, mein Raumschiff. Ich brauche die Gelee. Die Wasserstoffe. Ja. Los, Liebe. Jetzt wartest du aber bitte auf mich. Ja, ja, ich hab da gedrückt. Oh, warte mal, ein Reparaturset habe ich. Kann ich das nicht da auch hinstecken? Ja, aber das ist... Das ist dann nur für die Flotte. Ja, ja. Nein, ich habe keinen... Ich bin an die Wasserstoff vorbeigekommen und hab... Echt jetzt? Nicht mal. Sauerstoff. Da ist die Wasserstoff. Geben die Steine die Wasserstoff? Ja, und Brennstoff. Du musst mal scannen. Ja, hab ich. Ich hab die ganze Zeit. Leg kurz los und baller die Steine. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch so einen Wasserstoff. Ach, die Wasserstoff. Hier, komm. Oh, nicht in Reichweite, der Raumschiff. Echt jetzt? Ich hab da so ein Transporter-Ding eigentlich. Okay. Oh, Gott sei Dank, die Mucke ist endlich vorbei, ey. Soll ich mich jetzt übergeben oder widerstehen? Ich konnte mich widerstehen. Okay, ich werde mir mal richtig übergeben, weil das reinigt alles. Siehst du, meine Übelkeit verschwindet und schon... Säuberung neutralisiert, alles klar. Mit den Witzen machen wir später. Ach, das ist der... Oh, Alter, ich habe sehr viele... Und dann werde ich auch noch ein bisschen rumballern hier. Gerade über einem Stack Dioden bekommen. Da ist ja nur Ferritstaub drin. Und halt magnetisches Ferritstaub rein. Stimmt, du hast keine Ferritstaub. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Ja, ich weiß. Mach dir doch einen Exo-Anzug, Mann.
Bitch. So, ich würde gerne meine Schiffsmodule hier verkaufen, die ich hier habe. Ein Hyperantrieb. Obwohl, den könnte ich natürlich... installieren. Scheiße. Hä? Warpzelleneffizienz plus 100%. Auch plus 100%. Also ist das jetzt stackable oder nicht? Was denn? Wenn ich jetzt hier diese Technologien mehrere von einem installiere. Obwohl, ach so, stimmt. Ah, weiß ich nicht. So, halt diese C-Teile, die haben wir weg. Eine Warp-Zelle? Automatisches Metall. Ich hab 5 Stück. Ich hab 10, danke, reicht. Willst du, kann ich dir den eigentlich so? Nee, kann ich dir nicht. Notfallübertragungsteil hätte ich dir gegeben. Ja, noch die Dioden hier. So, alles klar. Ey, ich habe hier eine Viking-Tafel. Ich auch. Zwei Gag-Relikte. Und 3 Viking-Bildnisse. Okay. Ich nicht. Ich weiß nicht, was ich mit diesen ganzen Sachen machen soll. Ich weiß, ich habe einen Divergenzwürfel zum Beispiel. Den hast du auch noch, der ne? Ist, der ist nicht dingspezifisch. Da steht ja nicht Gag oder Viking vor. Ja. So, was machen wir jetzt? Oh, jetzt ist die Mucke wieder da bei mir. Oh, was ist das hier? Muss ich mal kurz landen. Oh, wir haben Zuschauer. Ach, an die Zuschauer. Hallöchen. Fröhliche Nachweihnachten. Navigationsdaten. Ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwelche Wächter kommen. Die mir an der Kandare pissen wollen. Okay. Da waren irgendwelche Navigationsdaten drauf. Muss ich gleich mal gucken. Und ich habe schon dieses Kackmucke. Die geht mir so einfach auf den Sack. Wie kriege ich denn die weg? Sicher nicht. So, bin ins Schiff. Noch kurz gucken hier. Da habe ich nichts. Im Schiff ist wenigstens Ruhe, ey. Ja, einfach bloß Navigationsdaten. Okay. Gott, ich habe ja. Okay, Dioxid habe ich auch hier drin. Hm. Alles klar. Okay, warne die anderen Reisenden vor dem Schicksal des Atlas. Lokalisiere einen Holoterminus. Hast du schon lokalisiert? Ja. Okay. Oh, der ist auf einem anderen Planeten. Ja, denn? Ab dafür. Unbekannter Planet. Waren wir in dem Sonnensystem noch gar nicht? Ja, wir sind gerade dahin teleportiert worden. Sauerei. Alles neu.
Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, jeden Reisenden warnen und von den Reisenden kriegen wir dann diese Glyphen. Oder irgendwie sowas. Da ist irgendein Gebäude, unbekanntes Gebäude. Der hohle Terminus. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh Gottchen, ey, das glitzert hier alles, der Boden. Geil. Oh. Ey, so geil. Oh, jetzt leuchtet's. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das machen wir jetzt mal. Wie war denn das? Mit X war das Foto. Escape. Und dann lass mal hier gucken. Sternknall, Silber, Parfinium, aktiviert. Okay, geh mal bitte aus mein Licht, bitte. Was? Du stehst mir im Licht? Nein. Doch? Nein. Du stehst mittendrin bei mir. Mein Nein. Gott, ey. Ich habe ein Foto gemacht, jetzt weiß ich nicht, ob der hängt. Doch, der ist, dauert da immer. Der ist eigentlich immer so ein bisschen... Der dauert mir zu lange gerade. Oh, da ist er wieder. Gott, Alter, hat das gedauert. Okay. Dann raus aus dem Modus. So. Okay. Diese Mucke geht mir sowas von auf den Sack, ey. Regen mitbekommen? Nee. Ich hatte das glaube ich schon mal, aber der tat ein bisschen weh, der war ein bisschen heiß. Hm. Hartes Wasser. Sonst haben wir auch noch nie Regen mitbekommen. Netzwerkfehler 16. Ja, die 16 geht mir so hart von auf die Ohren gerade. Also immer noch 16 Minuten. Die 16 Minuten scheinen eine Ewigkeit zu sein. Ich würde sagen 5 vor 12. Alter, was passiert denn hier? Was rumst denn hier so? Hier wackelt alles. Hä? Ja, ja. Hier war... Gab's hier noch irgendwas anderes? Nee. Bei mir ist nichts weiter passiert. Ja, bei mir auch nicht. Okay. Zum galaktischen Zentrum. Warte mal, auf Protokoll zugreifen. Protokoll. Die Säuberung. Zum galaktischen Zentrum voranschreiten. Okay. Gottchen, stehen da unten Truthähne rum? Oder sehen die Pflanzen nur so aus? Ja. Cool, cool. Na gut. So, Leute. Also, wir haben die nächste Aufgabe. Wir sollen zum galaktischen Zentrum vorstoßen, oder? Ja, was ist denn das? Das werden wir sehen. Ist das jetzt eine Raumstation oder ist das... Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Sprach der Blinde und rannte gegen Laternenpfahl. Oh Gottchen, die Vögel sind auf einmal alle weg. Und bei mir hört der Scan-Sound nicht auf. Also Leute, hier ist allerhand im Argen mit der ganzen, mit dem ganzen Universum. Nur noch 16 Minuten, es geht alles zu Bruch. Wie auch immer, ja. Von daher verlassen wir jetzt erstmal hier diese eine Stelle. Und es sagen der... Junge Phil. Und ich, der alte Phil. Ciao, ciao. Lasst einen Daumen oben da, ein paar Kommentare und gerne ein Abo, wenn wir uns drüber freuen. Und im Anhang ist noch ein bisschen was verlinkt, könnt ihr nochmal nachgucken. Also, ciao, ciao.